Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Big Ambitions. Ja, ich drücke dann Mittelmaustaste zum Bewegen der Maus, der Kamera. Willkommen zurück zu Big Ambitions. Ja, wir sind hier in unserem Büro, was neu eingerichtet wurde von der Firma, die sich darum gekümmert hat. Und ja, es ist jetzt noch abends, den wir letztes Mal aufgehört, als wir die ganzen Kisten reingetragen hatten. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt nach Hause und überlegen uns noch einen Devious Plan für die Tage, weil wir haben 3,4 Millionen auf dem Konto und ich glaube, wir müssen aktuell nichts kaufen, oder? Aktuell ist immer gut, immer noch sehr gut. Ich bin mir überlegen, ob wir bestimmte Firmen vielleicht sogar abkappen anfangen von dem ganzen System hier. Und ich gucke mal wieder nach einem Taxi, weil ich zu faul bin, irgendwas anderes zu nehmen. Aber die Taxis kommen immer dann, wenn ich sie brauche. Wir haben 3,4 Millionen aktuell auf dem Konto. Und ich würde ja gerne, sagen wir es so, mich noch so für diese Serie, weil wir haben gleich relativ viel schon erforscht, es ist halt mehr so Kämpfen um die Obrigkeit und wer geht vor und hin und her, würde ich doch schon noch gerne mal ein Gebäude kaufen. Ich habe bis jetzt noch kein einziges Gebäude mal gekauft. Und ich glaube, es wäre ein cooler Fun-Fact, das zu machen. Und es ist Mitternacht, wir haben 212.000 gemacht wieder. Nice. Wie gesagt, ich glaube, es wäre cool. Und würde das gerne machen. Oh, wir haben eine Whisky und Margarita noch im Salat. Wir nehmen erstmal den Salat hier. Ah, doch noch verschiedene Lebensmittel. So, okay. Aber da müssen wir natürlich jetzt mal gucken, weil kostet natürlich alles. Ah, das ist falsch. Market Insider. Geschäft geschlossen, Geschäft eröffnet. Produkt nach der Klasse, Preis der Herrenbekleidung. Okay. Immobilie, durchschnittlicher Quadratmeterpreis. Midtown sind es 62. Guck mal, das ist Midtown. Midtown hat Gebäude. Midtown hat viele Gebäude. Die Gebäude kosten Schweinegeld. Holy shit, nope. Schauen wir mal in die günstigeren Districts, wie wir es nennen. Wenn ich sage, ich will dieses Gebäude hier kaufen, müssen wir ihn öffnen. Das Gebäude hat keinen Marktwert? Wie geht denn sowas? Okay, ich nehme jetzt mal das Gebäude. Im Basement öffnen. Hat einen Marktwert von 23 Millionen. 86 Quadratmeter hat insgesamt 1200. Ich würde gerne irgendein kleines Gebäude einfach kaufen. 8 Millionen. Dafür müssten wir noch mindestens 4 Millionen von der Bank leihen. Jetzt ist die Frage, wird das die Bank machen? Wie gesagt, das hat jetzt hier nichts mehr mit Sinn zu tun, aber es wird sich jetzt immer auf selbe im Grunde herausspielen. Wir müssen neue Firmen öffnen, müssen sie lukrativ machen und ich glaube halt nicht mehr, dass das jetzt wirklich für eine Serie wirklich spannend ist. Deswegen würde ich gerne was Neues probieren und ich bin auch relativ zufrieden mit dem, was ich erreicht habe. Ich müsste das Spiel wahrscheinlich nochmal von vorne anfangen, wenn ich es privat spiele, noch ein bisschen mehr lernen aus dem Ganzen. Aber wir sind ja trotzdem, mag ich anmerken, unter die Top 4 gekommen. Sind 0,3 Millionen vom Top 3 entfernt. 4,4 Millionen, ja, das wäre noch ein weiter Weg hin. Und dafür müsste ich mich noch viel, viel mehr mit diesem Spiel auseinandersetzen. Ich würde aber jetzt trotzdem gerne mal kurz die Bank anrufen. Unternehmen, Bank. Ah, Finanzen, Bank. Bank, Van Thunder Bank. Servus, aber habe ich nicht noch Kohle irgendwo investiert? Schau mal. Auszahlung anweisen, bestätigen. Habe 4,9 Millionen schon. Bedeutet, wird nach einer Mille auf Backhand. Wenn was wäre, das wäre super. Anrufen. Neues Darlehen. Ich hätte gerne noch 4,5 Millionen. Leider ist es nicht möglich, Kredite
von mehr als 800.000 pro Kunde zu vergeben. Die Summe ihrer bestehenden Kredite bei uns ist uns. Wie? Ich darf nur 800.000. Jensen Capital. Servus. Ich brauche ein neues Darlehen. 4,5 Millionen. Easy, oder? 44.000 pro Kunde? Van Tander und Jensen Capital sind also große Arschlöcher. Gut. Haben wir schon mal rausgefunden. Gut. Ich brauche eine Bank. Wo finde ich eine blöde Bank? Gebäude zu verkaufen. Oh, guck mal. Da gibt es einen neuen Tab. Investment öffnen. Er will 27 Millionen für das Gebäude haben. Okay. Hier unten gibt es auch Gebäude zu verkaufen. Was ist mit dem zum Beispiel? Investment öffnen. 3,2 Millionen. Okay. Da ist eine Grafikdesignerfirma drin. Was ist mit dir? Ein bisschen öffnen. 9,2 Millionen. Ist ein Geschäft mit Anbau dran. Hat. Wir suchen uns trotzdem noch schnell eine Bank. Ich habe jetzt das schon mal gefunden. Jetzt brauchen wir noch eine Bank. Bank. Den Rechtschreibung bitte auswählen, sonst finde ich wieder nichts. Ich habe noch irgendwas an. Warte mal. Elektronik, dann schnell Restaurants aus. Da ist eine Bank. Die Van Tander Bank hatte ich aber schon. Jensen Capital hatte ich auch schon. Da ist meine Zentrale. Also bleibt mir nichts anderes, als zu gucken, wo ich für relativ günstig Geld mir ein Gebäude mieten kann, oder was? 5,6 Millionen. Elf Millionen. 41 Mille. 11 Millionen. Es bleibt mir eigentlich nur noch der kleine hier. Bisschen öffnen, 3,2. Kaufangebot stellen. 3,1000. Okay, wir machen 3,3 Mille. Einfach weil es eine schöne Zahl ist, würde ich sagen. Gut, meins. Mietverwaltung. Okay, Kaufpreis. Belegung zu 43%. Durchschnittlicher Marktpreis 0,15. Aha. Neue Miete nicht angewendet. Selbstgenutzte Einheiten. Als Eigentümer dieses Gebäudes darfst du eine Office-Einheit kostenlos mieten. Dein potenzieller Gewinn. Wenn ich sag, ich will 350 Millionen. Okay, also ich habe jetzt ein Gebäude. Tägliche Miete 0. Und rein theoretisch, wenn ich lustig bin, kann ich ein bisschen öffnen. Ist das eingemietete Grafikerbüro jetzt auch weg? Nee, ich will ja wissen. Grafikdesigner, genau den da. Nee, ich. Hätte ich den ja vorkaufen müssen oder was? In Economic View, gut. Wait, ist das jetzt mein der Grafik? Ach schau, das ist eine Immobilie, ein Büro. Mich würde echt interessieren, wie viel ist jetzt ein. Scheiß drauf. Gucken wir jetzt mal nach. Das schauen wir uns jetzt an. Wir gehen direkt nochmal schlafen. Bis morgen 8 Uhr. Ist es einfach so wie so ein Backup im Grunde? Aber wirklich viel habe, mache ich jetzt wahrscheinlich dann nicht mit. Ich habe 500.000 heute verloren. Wo sind meine Einnahmen? Bisschen öffnen. Das ist ja. Das ist doch komplett verarsche. Ich mach
63%, aber die Belegung nur 63% ist okay. Okay, okay. Boah, ist das eklig. Okay. Ich muss es hoffentlich nicht verstehen. Ja, es ist halt hier unten. Jetzt das Büro ist jetzt meins. Kann man jetzt dazu sagen, was man möchte? Ich glaube, ich will mit euch einfach mal noch am Ende, in der letzten Folge, also das jetzt ist offiziell die letzte Series-Folge gewesen. Wir haben noch einen Kauf gemacht und getestet. In der nächsten Folge will ich nur noch Shit machen. In der nächsten Folge will ich mal schauen, wie weit kannst du dieses Spielinsel mitbringen. Dazu werde ich noch viel Zeit im Casino verbringen müssen. Sehr viel Zeit. Weil beim nächsten Mal sehen wir uns wieder, nachdem ich gleich 100 Stunden im Casino verbracht habe und das ganze Geld hochgepumpt habe. Ich werde ein bisschen was investieren und alles und dann werden wir sehen, was alles zu tun ist. Weil, was ich auch noch ankündigen muss, ich bin ja nächste Woche bei auf der Gamescom. Samstag und Sonntag werde ich auf der Gamescom sein. Bedeutet, ich werde die Folgen vorproduzieren müssen. Alles, was ihr jetzt aktuell seht, werdet ihr früher sehen als geplant wahrscheinlich. Oder sozusagen, ihr werdet es sehen. Und die Folgen wurden früher aufgenommen wie sonst. Weil ich einfach Freitag schon fahre, mich ins Hotel einquartiere, Samstag Gamescom, Sonntag Gamescom, Montag nochmal frei, da fahre ich heim und dann bin ich wieder daheim. Also die Zeit wird eng. Ne? Wie dennoch, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt und ich klinke mich hier aus. Also, bis dann. Ciao.